Hallo und herzlich willkommen bei Zensur Nein, danke. Heute mit nachgehakt Teil 2, Peter Freiherr von Liechtenstein. Hallo und willkommen zurück. Einen wunderschönen, grüß dich, Thorsten. Ja, wie sieht's aus? Du bist ja jetzt in Paraguay, habe ich gehört, ne? Ja, das Bild habe ich gerade gestern Abend geschossen hier. Oh, schöner Sonnenaufgang. Wunderschöner Sonnenuntergang. Die Sonne geht ein bisschen früher unter als bei uns, aber wunderschön. Ja, dafür startet der Morgen und der Tag auch schon sonnig. Wir haben heute 28 Grad, sehr angenehme Temperaturen und ja, fühle mich wohl hier. Ja, sehr schön. Also ich habe ein paar Rückmeldungen bezüglich der letzten Sendung. Also es ist ja so, dass viele deine Arbeit wirklich schätzen wissen, ja, also zu schätzen wissen und die haben dann so mal Fragen. Also unter anderem, wie bist du auf die Idee gekommen, unbedingt über die Ahnen zu schreiben, ja? Oder wenn das Jesus wisst du und so, ja? Also das Ja. muss ja irgendwie seinen Ursprung haben. Vielleicht magst du da eben kurz noch mal was drüber zu erzählen. Ich habe als Kind schon gebetet und habe auch gelernt zu beten zu Jesus. Aber das hat man irgendwann verlernt oder man wollte es verlernen, weil ich habe irgendwann, ich meine, ich konnte mit 5 schon lesen und schreiben und habe mit, was weiß ich, 9 schon Bücher über das Leben nach dem Tod und den Roswell-Zwischenfall und Aliens gelesen. Ich war da ein bisschen spooky schon als Kind. Aber ich habe immer hinterfragt und für mich war klar, dass das, was das Christentum oder die katholische Kirche, möchte ich mal jetzt so nennen, oder die Religion, noch besser definiert, uns erzählt, zwischen dem, was sie uns erzählen, zwischen dem, was meine Wahrheit ist, war ein ganz großer Unterschied. Und so kam ich vom Glauben ab. Mir selbst ist es so, ich schreibe mir die Dinge gern von der Seele. Das heißt, wenn ich mich irgendwas beschäftigt innerlich, dann löse ich das auf, indem ich es niederschreibe, meine Gedanken. Okay. Und so kam ich dazu, irgendwann das Buch über die wahren, die wahren Aussagen von Jesus Christus zu schreiben und was hinter dem Vatikan alles für nette Sachen stecken, die die da mit uns veranstalten. Ja. Für mich ist es schwarzmagisch, was da passiert und genau die Spiegelung dessen, was wichtig ist. Ich meine, kein Priester, kein Pfarrer erzählt dir was von dem Gesetz von Saat und Ernte in der Kirche, etwas Wesentliches, was Jesus gesagt hat. Und das war für mich der Anlass, mir das von der Seele zu schreiben. Und es hat mir geholfen, selbst wieder in das Christusbewusstsein zu kommen, wieder in den Schöpferglauben oder in das universelle Bewusstsein, wie auch immer wir das nennen, zu kommen für mich und die spirituelle Anbindung nach oben massiv zu stärken. Auf dem Prozessweg bin ich natürlich noch. Der Prozess hört niemals auf. Das werde ich wahrscheinlich noch mit 80 sagen. Mir hat es fantastisch geholfen. Und das Schöne ist, wenn ich auch die Feedbacks von den Büchern bekomme, oder von dem Buch speziell, was ich da geschrieben habe, muss ich sagen, freut es mich insbesondere und umso mehr, wenn Menschen das auch annehmen, selbst auch dann hinterfragen und ihre eigenen Wahrheiten daraus konstruieren, aber sie wieder auf jeden Fall ein Stück weit näher zu unserem Christusbewusstsein kommen. Zudem für mich mittlerweile Jesus, das ist sowas, wo du mit einem strengen Katholiken jetzt anecken würdest. Ich sagen muss, Jesus ist nicht die einzige Inkarnation dieser Seele, die Jesus verkörpert hat. Er war nicht nur einmal unter uns, er wandelte nicht nur einmal uns, sondern viele, viele Male. Und ich habe ja die indischen Geheimschriften gelesen, andere Überlieferungen, das, was Edgar Cayce geschrieben hat. Ich habe gerade ein interessantes Buch gelesen über diese Krankenschwester in Bezug auf den Roswell-Zwischenfall, was dieses Alien angeblich gesagt haben soll. Aber gehen wir mal wieder auf Fakten zurück, auf die indischen Geheimschriften, die ganz klar sagen, Krishna, Buddha und Vishnu waren Inkarnationen von Jesus. Es sind die gleichen, die gleiche Seele als Sendbote Gottes auf dieser Erde. Und wenn wir uns die Lehren angucken von Mazda, wenn wir uns die Lehre von Zoroastra anschauen, die Lehren, die damals in Indien gemacht worden sind, dann ist das tatsächlich auch ein Christusbewusstsein. Und dann bin ich auf Edgar Cayce ja gestoßen und auf die Totenbücher von Pharao Tod, die 12 Smaragdtafeln, in denen auch ganz klar verankert ist, dass Pharao Tod sowie Hermes Trismegistos, der uns die 7 hermetischen Gesetze gebracht hat, auch eine Inkarnation dieser Seele sind. Ich bin überzeugt, dass es noch hunderte weitere vielleicht gibt, hunderte weitere, die wir nicht kennen. Das ist eine hochspannende Sache, weil für mich stellt sich sowieso immer die Frage als hinterfragender Geist, warum soll es sein, wenn die Menschheit schon so lange auf diesem Planeten wandelt, dass es nur einmal einen Erlöser gegeben haben soll oder einen Sendboten Gottes, der
frohe Botschaft übergibt oder ein Christusbewusstsein vermittelt. Das kann nicht nur einmalig passiert sein, so wie die Kirche uns erzählen will, dass die Menschheitsgeschichte in 6000 Jahre Bibel gepresst wird. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Nee, richtig. Ja? Also das ist ja eigentlich schon Wahnsinn, ne? Ich meine, ja, das ist faszinierend. Das heißt also, dass das größte Geheimnis, wenn also es Reinkarnation gibt, also der verschiedenen Jesusgestalten, wollte ich gerade sagen, dann bedeutet das aber auch im Umkehrschluss, dass wir auch reinkarnieren können. Das heißt also, nach dem Tod ist eben nicht alles vorbei. Das bin ich fest überzeugt von, dass dem nicht so ist. Wir sind tatsächlich also es gibt fast keine Kultur der Erde, die nicht an Reinkarnation glaubt. Nicht eine. Die wenigen Ausnahmen, die wir haben, sind diese atheistischen Geschichten oder das, was man uns hier erzählt in Europa. Aber sämtliche Völker und Kulturen der Welt, ja, predigen die Wiedergeburt. Ja, wenn also jetzt nach der Maßgabe gehen würden, wie viele Kulturen sind dafür und wie viele sind dagegen und demokratisch abstimmen würden, hätten wir ein ganz klares Ja. Ja, also ich sag mal, du erwähntest die indischen Geheimschriften. Also ist das die, von dem man weiß, diese sogenannte Palmblatt-Bibliothek? Ist das das? Oder ist die Palmblatt-Bibliothek ist was anderes. Palmblatt lesen ist was Klasse, das ist was Geniales. Ich habe das machen lassen für mich, meine Frau und unsere Kinder. Ein Palmblatt ist, es gibt 5 Palmblatt-Bibliotheken auf der Erde, in denen die Lebensgeschichte und die Inkarnationen von jedem von uns stehen. Aber nur von denjenigen, die auch danach suchen und danach fragen. Und bei uns vielen war sie auch für alle vorhanden. Und ich habe mittlerweile bestimmt schon 40, 50 Leute dahin geleitet, das selbst zu machen. Und das Ergebnis von jedem, wo ich Rückmeldungen bekommen habe, ist absolut phänomenal. Man bekommt jetzt nicht bei so einem Palmblatt erzählt, du stirbst jetzt nächste Woche oder du hast irgendwann mal Krebs oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, wer wir sind, warum wir hier sind, welchen Seelenplan hat unsere Seele, was ist unsere Aufgabe, was ist meine Aufgabe, wieder zu unserer eigenen Mitte zu finden. Und das erfährt man dadurch sehr gut. Wo liegen meine Talente, wo liegen meine Stärken? Und das ist hoch, hoch spannend und faszinierend, weil das, was der Brahmane mir gesagt hat, sich mit allem, was ich von anderen Quellen schon wusste, zu 100% sich gedeckt hat, auch was meine Kinder betrifft und meine Ehefrau. Es ist irre. Das sind die Palmblätter. Ja. Das andere wiederum, die vedischen Schriften, sind halt die vedischen Schriften oder die indischen Geheimschriften. Das sind alte Chroniken, alte Überlieferungen und Texte, die Jahrtausende alt sind, über die Menschheitsgeschichte. Es ist in den Geheimschriften der Inder sogar beschrieben, die gleiche Geschichte, nur wesentlich alter, von Adam und Eva, Vertreibung aus dem Paradies. Es ist die Geschichte von Kain und Abel drin. Nur nennen die beiden Protagonisten sich anders. Es ist die Sintflut mit Moses drin, nur nennt der Protagonist sich anders. Das sind alles wesentlich ältere Schriften, wo wir wissen, wer hat es nun von wem abgeschrieben. Das sollte man sich da mal fragen. Ja, ja und warum? Und vor allen Dingen warum? Ja, weil diese Geschichten halt interessante Botschaften vermitteln und tatsächlich zum Teil Ereignisse sind, die sich wohl auch in ähnlicher Form abgespielt haben auf der Erde, in verschiedenen Kulturen nur etwas anders erzählt werden. Und sie sind aber älter als das Alte Testament nun mal. Es ist einfach so. Wenn wir uns die Maya-Kodizes ansehen, da sehen wir auch bei den Mayas das Gleiche. Wir sehen Reliefs heute noch von der Sintflut der Südamerikaner berichtet, ja, und über ihre jeweiligen Götter, wie sie mit dem Schiff auf dem Berg landen, ja, mit den überlebenden Tieren und allem. Das ist faszinierend, wenn man das alles mal betrachtet. Das heißt, es ist für mich wichtig zu sagen, wir sollten unseren Geist wieder öffnen für anderes, weil wir wissen, die europäische Geschichte ist die am meisten gefälschteste. Es ist die am meisten in mittelalterlichen Schreibstuben von Priestern veränderte Geschichte. Und dadurch die vielen Kriege, die wir geführt haben, weil Kriege werden meiner Meinung nach auch, um Geschichtsfälschung zu betreiben, gemacht, verändert, damit wir das glauben, was wir glauben sollen. Aber dieses globale, umspannende Wissen existiert immer noch. Es ist immer noch in den vedischen Geheimschriften, in den indischen Geheimschriften, in den indischen Geheimschriften, in Maya-Kodizes, in vielen anderen Schriften ist es vorhanden, in den 12 Smaragdtafeln von Pharao Tod und vielen tollen anderen Büchern verankert. Zudem, ich denke, wenn wir an sowas glauben, wie an morphogenetisches Feld oder die Akasha-Chronik auch genannt, oder wie auch immer man was benennen mag,
dann kann Geschichte nicht gefälscht werden. Dann können auch Buchverbrennungen höchsten Grades zu keinem Zweck führen. Denn alles, was geschah und alles, was ist und alles, was je war und sein wird, ist in diesem morphogenetischen Feld gespeichert und für spirituell bewanderte Menschen abrufbar. Völlig es richtig, da. Genau, das habe ich auch gelesen. Man kann es nicht vernichten. Ja, also das denke ich auf jeden Fall auch. Also viele Bücher, die ich gelesen habe, da wird das eben halt auch beschrieben mit der Akasha-Chronik etc. pp. Bewusst ist mir das erst geworden, wenn du so Gedanken im Kopf bekommst, wo du gezielt nachsuchst oder Dinge, ich sag mal, während deines Aufwachsprozesses zum Beispiel liest du verschiedene Sachen. Und irgendwann kommst du auf die arisch-slawischen Veden zum Beispiel. Und dann denkst du, oh nee, komm, das ist mir zu spooky, Bibel lesen, nee, das ist mir auch irgendwie. Und komischerweise wirst du immer wieder dahin geführt. Also ja. Möchte jemand möchte das Feld, das du da liest, ja, damit du eine Erkenntnis bekommst. Also es ist unglaublich, also wirklich. Und das finde ich schon ganz gut. Die Frage, die mir da jetzt spontan so einfällt, du hast jetzt eben einmal von den indischen Geheimschriften gelesen, dann also davon erzählt, dann hast du auch erzählt, diese ganzen Reinkarnationen von dem wir heute als Jesus kennen. Das würde natürlich das gesamte Weltbild aller der zerstören, die jetzt also fleißig in der sogenannten Heiligen Schrift lesen. Ja, also die wusstest die jetzt, du zum ne? Beispiel, weil du gerade das, du hast ja gerade das Wort Slaven auch erwähnt, slawisch. Wusstest du, wo das Wort Slaven herkommt? Die Slaven waren, die slawische Sprache ist nachweislich von Professor Renfrew in Amerika, der hat das bewiesen in seinen Büchern, dass die slawische Sprache dem Keltischen näher ist als alle anderen Sprachen. Es waren alte Kelten, die dort hingewandert sind. Ja, das wusste ich nicht. Und jetzt geht es weiter. Das Wort Slaven stammt aus dem älteren Wort Slowenen ab. Und es gab den Johannes von Ephesus, der nannte sie Slawinen. Und die Deutschen wurden sie, die wurden von anderen die Windische genannt von uns oder die Wenden. Und jetzt wird es interessant, das heißt nämlich die Blonden auf Deutsch, nur so nebenbei. Und das Wort Slo heißt eigentlich Sumpf zum Beispiel. Also es waren also im östlichen Sumpf lebende Kelten, Veneter oder Vandalen. Und die Slawen erhielten auch durch die Mongolen, später durch diese Einflüsse, die breiteren Wangenknochen, wie wir sie bei den Damen auch ganz stark sehen. Ne? Bei den Südslawen wiederum kam Türkenblut dazu. Und die Byzantiner zum Beispiel, jetzt ist es interessant, die beschreiben die Slawen als Menschen, die sich wie Kelten verhalten. Und es ist kein Wunder, denn die Herkunft ist ja offensichtlich. Und die Byzantiner selbst, die haben aber aus dem Wort Slavonen, weil die das Sl nicht sprechen konnten, Sklavonen gemacht. Ein SKL. Der Widukind von Corvey zum Beispiel berichtet dann auch 1000 vor Christus von den Sklaven. Und jetzt weißt du, wo das Wort Sklave herkommt. Denn die Byzantiner verkauften diese Slaven an die Mesopotamier, an die Ägypter, an die Spanier und nach Afrika. Und so wurde der Name Sklave in der damaligen Welt bekannt. Das ist total spannend. Das ist unglaublich. Du benutzt das auch vorhin das Wort Vandal. Also ja. Das kennst du den Ausdruck? Es sieht ja hier aus wie bei den Vandalen. Ja. Also du benutzt Wörter, die Hinweise sind auf das, was tatsächlich existierte. Ja, und die Vandalen, wenn du die Selbstlaute rausnimmst, dann hast du ein W, ein N und ein D. Vandalen, V-N-D. Wenn ich die Konsonanten, wenn ich die Selbstlaute weglasse. Mhm. W-N-D. Und wenn du das Wort Wenden nimmst, die Deutschen, wie sie genannt haben, die Slawen, dann hast du auch dann W-N-D. Und interessant, dass in unserer Vorrunenschrift, der Tifinang-Schrift, nämlich die Selbstlaute nicht geschrieben wurden. Da wurde nur WNB geschrieben. Das ist identisch miteinander. Ja? Es ist vollkommen identisch. Ja. Also ich sag mal, ich habe ja auch schon so ein bisschen geforscht und du findest zum Beispiel überall bei uns in der Gegend sogenannte Hügelgräber.
Ja, das sind aber nicht Hügelgräber im klassischen Sinne. Also die sehen hier ganz anders aus. Ja, also Ja. das ist unglaublich. Und du findest überall verschiedene Erklärungen dafür. Hast du da vielleicht einen Tipp, wo der eine oder andere suchen kann? Ja, also Hügelgräber gibt es unendliche natürlich in Deutschland, in Europa und weltweit. Oder diese Megalithgräber, die von unseren Ahnen errichtet worden sind. Ich selbst, als ich noch in Deutschland war, hatte um die Ecke mit dem Fahrrad 10 Minuten, mit dem Auto 2, hatte ich ein Waldstück. Die Menschen wussten das überhaupt nicht, die da leben, was sie da im Wald haben. Da waren ungefähr 10 oder 11 insgesamt keltische Grabhügel, in denen die begraben lagen. Und es ist ein ganz toller, kraftvoller, spiritueller, hochwertiger und mystischer Ort. Wirklich toll. Da war ich sehr oft gewesen. Ja, also wie gesagt, also man erklärt hier verschiedene, dann haben wir hier ganz in der Nähe Pyramiden, ja, also wovon wir wissen, dass das richtige Pyramiden sind, ja. Ja, da schließt sich dann letztendlich der Kreis und alle Wege führen dann, je weiter du forschst, tatsächlich zu Atlantis, ne? Edda und die Bibel. Ja. Absolut. Das ist unglaublich. Und dann hast du so das Gefühl, wenn du also geschichtlich so ein bisschen forschst, gerade was die Bibel betrifft. Ich habe mich immer gefragt, warum hat man Latein genutzt, ja, für die Bibel? Und man wollte ja auch nicht, dass das gemeine Volk versteht, was dort drin steht. Na, erst diese Martin-Luther-Geschichten, der hat ja dann angefangen, auch das Ganze dann umzuschreiben, ne? So dass das dann ins verständlich Hochdeutsche passte. Ist zumindest meine Information. Ich weiß nicht, ob ich da richtig informiert bin, aber da habe ich auch nicht weiter geforscht. Aber trotzdem, wenn das denn so ist, man hat ja dann irgendwann angefangen, das Lateinische zu übersetzen in jeweiligen verschiedenen Sprachen eben halt, dann bedeutet das, dass das ein Konzept, eine Art Drehbuch ist. Ist jetzt meine These, die ich habe, ja. Weil irgendwie scheint das, was dort drin zu stehen, also was dort drin steht, eben tatsächlich auch momentan hier so abzuspielen, ja. Ja Also. gut, mit der lateinischen Sprache habe ich mich nicht so befasst. Ich kann mir halt nur gut vorstellen, dass es so gewesen sein könnte, dass die lateinische Sprache dafür entwickelt worden ist, dass gewisse Kreise sich unter sich unterhalten und austauschen können, dass dem Pöbel, dem Mob, dem Volk vorenthalten bleiben soll. Genau, Wir die haben ja heute wohnen 1%. ein%. Ja, wir haben ja heute noch die lateinische Sprache als Grundlage der Medizin, der Biologie und ja, wie wir ja so schön sagen, ne, die Logen, die berühmten Logen. Ja, die Freimaurer, die Biologen, die Ja. Geologen, die Archäologen. Ne? Es steckt schon im Wort mit drin. Es sind im Prinzip Verfechter von vorgefertigten Dogmen, ja, die ihr Tun eigentlich nicht hinterfragen dürfen. Ich habe hier auch noch einen YouTube-Beitrag über die Offensichtlichkeit der Geschichtsfälschung. Könnt ihr mal reinschauen. In meinem ganz neuen Buch, das jetzt gerade, gestern habe ich es hochgeladen beim Verlag, ist Korrektur fertig. Kaffee auch. Und ich denke, die nächsten 10 Tage wird es im Buchhandel erhältlich sein in Deutschland. Ihr habt dann das Vergnügen, das Buch selbst vor mir zu lesen, weil bis es bei mir ankommt, in Paraguay dauert es 3 Monate, die Kiste. Und da habe ich darüber ganz, ganz viel noch offenbart. Ich meine, wir haben Funde auf der Welt, ja, von menschlichen Knochen, die modern sind, von teilweise 100 Millionen Jahren und älter. Und die sind belegt, bestätigt vom Smithsonian Institut im 19. Jahrhundert. Warum finden wir die heute nicht mehr? Ist ganz simpel. Damals, als der California Gold Rush war und die ganzen Minen ausgehoben wurden, hat man die gefunden. Man hat die auch datiert. Und man hat festgestellt, die sind zu alt. Und auch teilweise Knochen gefunden von Riesen, die bis zu 3 Meter groß waren, mit 6 Fingern und 6 Zehen. Der entscheidende Punkt ist, sie wurden im Smithsonian Museum und anderen datiert und auch archiviert. Zur damaligen Zeit aber war die darwinistische Theorie noch nicht in Stein gemeißelt. Da hat man noch einfach alles untersucht und hat alles offen gelassen. Heute, bei dem das Dogma festgelegt ist, darf es solche Funde natürlich nicht geben. Die werden dann entweder wieder zugeschüttet oder landen im tiefsten Keller vom Smithsonian Institut und werden nicht publiziert. Und so finden wir offiziell diese Funde heute nicht mehr, obwohl es sie weiterhin natürlich gibt. Aber offiziell nicht. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Da gibt es ja unzählige Hinweise. Da haben sie jetzt, weiß ich nicht, in Südamerika Landebahn von irgendwas gehabt und da haben sie dann eben ganze Städte raus, also leergeräumt. Ja, quasi, die sind da
Also von morgens bis abends mit Flugzeugen und haben kistenweise weggeschleppt, damit man eben nicht dahinter kommt, was da ist. Ich habe mich wirklich gefragt, wer denn dahinter steckt und warum vor allen Dingen. Das Warum interessiert mich. Naja, Und dann überleg dir doch mal, Thorsten, wenn du die alten Schriften liest, selbst bei Pharao Tod steht, dass die arischen Völker den Veden das Wissen gebracht haben. Hier ist alles verloren gegangen und die Veden haben dieses Wissen weitergepflegt. Wobei das Wort arisch nicht als Kompromittierung gehandelt werden sollte oder als Negativbeispiel, denn seit dem Nationalsozialismus ist es halt in Verruf geraten. Das Wort Ar bedeutet eigentlich nur eins, der Edle. Wir haben das heute noch in dem Wort Aristokratie drin, zum Beispiel. Ja. Ari bedeutet der Edle. Wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt aus dem Indogermanischen. Ne? Und wir wissen, dass die deutsche, oder ich nenne es mal nicht die deutsche, ich nenne es mal die west- und nordeuropäische Kultur, die Urkultur, eine sehr hochspirituelle Kultur ist, die auf Wahrhaftigkeit, auf Mut, auf Einsatz für andere Menschen, auf Mäßigung und ein schöpferisches Bewusstsein aufbaut. Und zwar ein sehr, sehr hohes. Und man sagt ja auch so schön, am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Sie sagen nicht, der Spruch bitte nicht verwechseln, es steht nicht, an Deutschland wird die Welt genesen oder an dem Deutschen oder der Deutsche, sondern am deutschen Wesen. Das deutsche Wesen kann auch ein Japaner haben. Ja, es geht um das Wesen des Deutschen, des ursprünglich Deutschen. Und da gibt es diese tolle Chronik, die Uralinda-Chronik. Hast du das schon mal von gehört? Habe ich schon. Ich bin momentan bei der Boxsaga, also Auch noch ein geil, zweites ja. Buch. Ja. Auch Das eine geile Sache. ist Wahnsinn. Also In die der Uralinda-Chronik sind die Gesetze abgedruckt, die an die Burgen geschrieben waren, der Völker. Es gab ja die Völker der sogenannten Findas. Die Findas, die geboren wurden, die aus dem Göttergeschlecht hervorgingen, das waren die, die gerne Gesetze machen, aber sich nicht dran halten. Das sind laut der Uralinda-Chronik die Völker im Osten und natürlich auch die, fängt mit J an, hört mit Uden auf. Okay. So steht es dort drin. Das ist nicht meine Meinung, ich habe es nur jetzt zitiert, okay. Und dann gab es die Völker der Lyder. Die Lyder, das waren die Libyer später, die Schwarzen. Der Kontinent Afrika wurde früher auch als Kontinent Libyen bezeichnet. Und dann gab es die Kinder der Freya, Freyas Kinder, die Friesen. Und wenn du die Uralinda-Chronik liest, die muss ich, wenn ich jetzt mir alles Geschichtliche angucke, ungefähr um 3.500, 4.000 vor Christus abgespielt haben, diese Texte. Weil sie beschreiben nämlich, dass König Minos aus Ostfriesland kam und König Minos ins Mittelmeer gereist ist und den minoischen Völkern unser Wissen vermittelt hat. Er war aber irgendwann verzweifelt, weil sie nicht belehrbar waren und ist wieder abgereist und war stinksauer. Aber man sieht darin die Gesetze der Friesen und der Kinder Freyas, die sagen, die Gesetze, die wir haben, die leben wir auch. Wir greifen keine fremden Völker an, wir helfen ihnen sogar. Es waren tolle Gesetze, es waren wunderschöne Gesetze, von denen wir heute, wenn wir das Leben uns heute ansehen, genau das Gegenteil wiederfinden. Also Ja. das Urwesen, das in uns steckt oder in unserer Kultur, in unseren Ahnen, ist eigentlich eine wunderschöne. Was man aber daraus gemacht hat in der heutigen Zeit, ist eine absolut pure Katastrophe. Also interessant ist ja wirklich, dass man uns entradikalisiert hat, ja, also entwurzelt. Ja. Ne? Und man hat uns also abgeschnitten von den Ahnen, Ja. weil es verboten wurde, gewisse Sachen zu hinterfragen. Ja, also ich sag mal, selbst wenn es nur 12 Jahre waren, ja, über die 12 Jahre darfst du hier nicht reden, außer wenn du eine gewisse Art und Weise Demut und Niedergedrücktheit möchtest und erst erklärst, dass das ja alles. Genau. Ja, aber das sind so die Geschichten, die darfst du halt nicht hinterfragen. Die sind so. Und es ist trotzdem interessant, auch wenn man sich damit beschäftigt. Man findet also selbst da Anbindung an dem, was du gerade gesagt hast. Und die Ja. Frage ist ja, warum wird es bei uns auch vernichtet? Es geht ja nicht nur darum, die deutschen Stämme und Völker zu vernichten, einen gewissen Genozid zu betreiben unter Umständen. Wir wissen, dass die weiße Rasse auf der Welt mittlerweile weniger als 10% der Gesamtbevölkerung darstellt. Darum geht's aber. Und Es es geht ist aber genau auch darum. so, dass leider Gottes, sag ich mal, im Ursprung das ganze System um Geld ja aus Europa kommt. Vor allem auch aus Deutschland. Ne? Ich meine, wo ist das Rothschild-Zentrum entstanden? Wo kommen die Ja. her?
Und wenn ich Mahatma Gandhi zitiere, Mahatma Gandhi hat klipp und klar gesagt, es ist meine feste Überzeugung, hat er gesagt, das heutige Europa verkörpert nicht den Geist Gottes oder des Christentums, sondern den Geist des Satans, hat er wortwörtlich gesagt. Er sagt, Europa, oder sagte, ist nur dem Namen nach christlich, in Wirklichkeit dient es dem Mammon, also dem Geld. Ja, das stimmt. Ich habe ja... Ich bin voll überein, ja. Ja, wie gesagt, ich habe mir da ja auch so mal meine Gedanken gemacht. Und dann, wenn du so mal schaust, geschichtlich, historisch, schön, fein, säuberlich auch für jeden nachzuvollziehen, wann das denn hier angefangen hat, zum Beispiel mit Illuminati, wer die sind. Ja, und ich sag mal, Patricia Fugger, kannst du alles in eine Richtung schieben, weil er hat alles damit zu tun. Hansestädte. Der Hansebund war auch so eine Geschichte, ja. Und dann, aber sie haben niemals so wirklich wahre Macht bekommen. Die wahre Macht haben sie erst bekommen, als es möglich war, das Geld aus dem Nichts zu schaffen. Genau. Das moderne Banksystem, die Federal Reserve, die ja geschaffen wurde, ich glaube, während des Ersten Weltkrieges oder davor, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig. Und da gibt es ja dann auch noch Leute, die munkeln, die einzigen, die das hätten verhindern können, die sind dann eingeladen worden zu einer Schiffsreise, ja. Die Titanic, ja. Genau. Und so, aber ständig wiederholt sich das in der Geschichte und das hieß ja bis zum World Trade Center, ne? Und dann Politik und Hochfinanz überlässt nichts dem Zufall. Genau, so ist es. Und dass diese Personen, die auf der Titanic drauf waren, weil sie drauf sein sollten, das erschließt sich mir auch. Und wenn ich sehe, dass der Reedereigner oder der Hauptanteilseigner JP Morgan einige Tage bevor das Schiff dann ablegte oder einen Tag vorher gesagt, ich bin krank, ich bleib mal nicht drauf, ich gehe mal runter. Ja, genau. Dann wissen wir, er hat gerade seine größten Konkurrenten alle ausgeschaltet. Ja, ja, also, ja genau. Also es gibt keine Zufälle mehr und das lässt sich lückenlos, das liest sich wie ein roter Faden. Und das Interessante ist aber, jetzt wird es geil, Thorsten. Okay. Ich hab mich hier mit Numerologie ein bisschen beschäftigt, um Himmels Willen, es gibt da viel bessere Leute als ich, die können das richtig, richtig gut, aber ich bin auf eins gestoßen und zwar hatte ich einfach mal eine Eingebung vorletzte Woche und habe mir überlegt, Moment mal ganz kurz, es wird doch erzählt, dass die 6 die teuflische Zahl ist, gerade die 666. Richtig. Es wird aber auch erzählt, dass die 9 die Vollendung, das göttliche, schöpferische darstellt. Ja, jetzt mache ich es doch ganz einfach. Ich bekämpfe nicht Feuer mit Feuer, sondern mit Liebe und sage, pass auf. Und was ist dann die Liebe? Ganz simpel. Wenn ich mir die 6 nehme und die 9, habe ich eine Differenz. Wenn ich zur 6 die 3 addiere, hinzufüge, dann habe ich die Vollendung und das Schöpferische. Ich muss dem teuflischen Plan also nur eine 3 hinzufügen, mathematisch, und habe die 9. Und jetzt wird es ganz spannend. 3 plus 3 plus 3, 3 mal 3 ist? Ja, 9. 3, genau. Weiter geht's. Das Böse in sich hat niemals Bestand, kann es nie haben. Warum? Sie haben einen Fehler gemacht. Was heißt ein Fehler? Sie konnten nicht anders. Denn die 666, die teuflische Zahl, sie haben 3-mal die 6 genommen. Die 3 ist wieder drin. Und damit richtig. Löst sich's auf. Genau. Und jetzt gehst du hin und sagst 6 plus 6 plus 6, 18, Quersumme 9. Richtig. 6 mal 6, 36, Quersumme 9. 6 mal 6 mal 6, 216, Quersumme 9. Das ist Wahnsinn. Das Böse in sich kann sich immer nur in Licht verwandeln irgendwann. Es hat keinen Bestand, weil es keine Wurzel hat. Es kann nur versuchen, aus dem Licht Dunkelheit zu machen. Wenn wir aber die 3 hineingeben, die Dreiheit, die Dreieinigkeit, die Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Mutter, Vater, Kind, ja, Körper, Geist, Seele, all das, was die 3 darstellt, dann haben wir die Lösung. Wir benutzen sie ja heute rund um die Uhr. Wir sagen zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Das ist ein Beschluss, wenn wir etwas versteigern. Es wird manifest. Es wird richtig. Festgeschrieben. Oder wir sagen, wir zählen rückwärts von 3, 1, 2, 2, 1, 0. Oder wir sagen, alle guten Dinge sind 3. Es steckt richtig. Die Lösung bereits drin. Und Jesus hat gesagt, wenn 2 oder 3 sich in meinem Namen versammeln, dann bin ich unter euch. Genau. Und, ja, also immer wenn... Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du kommst immer wieder auf die Vollendung, die 9. Wenn du die 3 hinzufügst oder in sich, spaltet sich es auch auf. Das ist super interessant, fand ich. Und das ist für mich schon ganz klar, es kann nur ins Licht führen. Und dann habe ich wieder
Ja, ich habe ein cooles Zitat. Pass auf. Ich gebe mal eins raus. Und zwar auf den 12 Smaragdtafeln vom Tod. Auf einer Tafel habe ich was gelesen. Da sind nur so tolle Sachen drin. Hier steht, Achtung, ich lese mal vor: Fern in der Zukunft sehe ich Menschen als Lichtgeborene, frei von der Dunkelheit, die Seele fesselt, im Licht lebend, ohne dass die Bindung der Dunkelheit das Licht verdecken. Welches das Licht ihrer Seele ist, wisse du, o Mensch, bevor du dies erreichst, dass viele der dunklen Schatten auf dein Licht fallen werden und bestrebt sind, das Licht der Seele, das danach strebt, frei zu sein, mit den Schatten der Dunkelheit zu unterdrücken. Das heißt, auch hier finden wir die Bestätigung, das Böse kann nichts erschaffen, es versucht nur Licht zu unterdrücken. Groß ist der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, uralt und doch ständig neu. Wisse jedoch, in einer Zeit, fern in der Zukunft, wird alles Licht sein und Dunkelheit wird fallen. Das stammt aus der 12. Smaragdtafel von Pharao Tod. Ihr seht, das sind heilige Texte, ihr Lieben. Das sind hochweise spirituelle Texte, die die Wahrheit in sich tragen. Und deswegen war es so interessant, die für mich zu lesen. Ich glaube, man muss sie sogar 100-mal lesen, um sie 100% zu verstehen, weil es wirklich hochbrisante Texte sind, die sehr viel Wahrheit und Details enthalten, die sich einem beim jedem neuen Lesen immer wieder neu erschließen. Also, ich sag mal, die benutzen ja die Spiegelung, ne? Also grundsätzlich, ich sag mal, wenn ich die neun spiegle, was Habe habe ich die ich da? sechs? Die sechs, genau. Und so machen die das ja mit allen. Das heißt, die brauchen uns, um ihre Dinge zu machen, und sie brauchen unsere Zustimmung. Und Richtig. ich habe mich immer gefragt, so dieses Simsalabim, ja, also diese magische Geschichten, die sie machen, und Magie, wie funktioniert das? Ja, denn sie glauben ja dran. Und das heißt also, wenn sie dran glauben und diese furchtbaren Dinge machen, von denen du so liest, ne? Aber was ist denn Magie, Thorsten? Was ist denn für dich Magie? Magie? Also in erster Linie verbinde ich das natürlich mit so einem Gewürz, ja, aber in zweiter Linie ist Das ist auch gut. In zweiter Linie natürlich ja, das Zaubern, Magie, was ist das? Manifestieren, also bewusst manifestieren, das ist Magie. Und das macht man, indem man ständig wiederholt, das böse C-Wort hier, das böse C-Wort da, Und wie ist ja. die heilige Zahl? Wie oft wiederholen wir es? 33 Mal. Ja, genau, 33 Grad Freimaurer, ja, also. Ja, aber das ist wiederum eine Benutzung zum Satanischen, eine Verdrehung. Aber die 33 ist eigentlich eine heilige Zahl. Ja, Ja, das genau. wissen die natürlich auch und deswegen nutzen sie es natürlich. Also ich habe über das Leben der Freimaurer und ihre Wesen von Charles de Jacques, also ein Buch von 1908, Ja. da steht zum Beispiel drin, ein Satz, den habe ich mir gemerkt. Jeder Freimaurer wird geistig geschliffen, bis er also frei von jeglicher Empathie ist. Was das im Umkehrschluss bedeutet, das heißt, du kannst nur aufsteigen, wenn du also wenn du weg vom Herzen bist. Also wenn du weg vom Herzen bist und du kannst Dinge machen, von denen andere sich scheuen würden, weil sie es energetisch gar nicht können. Und das ist die Schleifen. Und ja, sie bauen an einen Tempel. Es ist ein geistiger Tempel, der gebaut wird. Und dann habe ich mich gefragt, wenn die also daran glauben und Wissen darüber hat, dass das funktioniert, dann muss es den Umkehrschluss auch geben. Und seitdem habe ich wieder angefangen, regelmäßig mich beim Schöpfer zu bedanken. Und ich habe versucht, wirklich den Allvater für mich so aufzunehmen, wie es ist. Ich habe sogar dann angefangen, mit meiner Familie darüber zu sprechen. Und ja, also es kommt gut an, und es ist nicht nur, weil es gut ankommt, sondern es passiert etwas. Es passiert etwas, und das ist wieder Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und in dem Moment, wo du die Aufmerksamkeit wieder zum Schöpfergott, zum Allvater legst, dann ja, wie soll ich das sagen? Du hast dieses Angstgefühl nicht mehr. Richtig. Ja? Ja, also Magie ist ja für mich was, wo ich sagen muss, eigentlich ist jeder Mensch magisch.
Wir haben alle die Fähigkeit, wir tragen sie in uns. Wir haben alle die Fähigkeit und tragen sie in uns, aus Gedanken Materie zu erschaffen, zu manifestieren. Alle. Ja, richtig. Der genau. Einzelne von uns. Ja. Also, es ist echt interessant. Eigentlich könnte man jetzt stundenlang über das eine oder andere Thema sprechen. Aber zur 3 habe ich noch was für dich. Zur 3 ja, sehr schön. Herr damit. Also, ich schalte mal gerade einen Bildschirm frei. Ich habe es nämlich gerade gesehen. Mal gucken, ob ich es finde. Hier. Ich hoffe, dass man es dann beim Video auch sieht. Da habe ich es. So, pass auf. Sieht man das Bild? Ja, Türstein. Pass auf. Türstein in Jugendland, genau. Das ist ja die berühmte Triskel. Schon mal gesehen. Das alte Keltensymbol, ne? Ja, richtig. Diese 3 Spiralen ineinander verdreht. Die Dreifaltigkeit, die auch unsere Ahnen lehrten und praktizierten. Auch die alten Kelten wussten das schon. Und dieses Symbol ist in die ganze Welt von den Kelten getragen worden. Das finde ich überall. Ich möchte dir nicht verraten, dass wir sie mittlerweile auch in Südamerika finden, mit keltischen Spuren. Nein. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Und jetzt geht's mal weiter. Und uns erzählt man hier bei dieser Vase zum Beispiel ein Fundstück aus Ägypten. Hier haben wir das Triskel drauf, das alte, typisch klassische keltische Symbol. In Japan habe ich das auch schon gesehen. Ja, selbstverständlich. Und das habe ich gefunden, dieses Bild in einem Museum in Berlin. Und da wird erzählt, dass das aus Ägypten stammt und von den Ägyptern gefertigt wurde. Nein, sie haben es nicht hingeschrieben. Sie haben nur hingeschrieben, Fundstück aus Ägypten. Ah, das Dumme ist, sie haben nicht hingeschrieben, wer es dahin gebracht hat. Denn 1230 vor Christus sind ja die Philister, die Nordvölker, eingefallen in Ägypten und haben ja diese Riesenschlacht vor Medinet-Habu geführt mit Ramses II. Und dem III. Und es gab ja eine Schlacht mit 700.000 Menschen. Und wenn so ein Schlachttross da runterzieht, begleitet von Frauen, Kindern und Lebensmitteln und einem Treck. Das heißt, die haben ja auch gezeltet, übernachtet, na, und so weiter. Da hatten die eure Tongefäße dabei. Man hat unendlich dieser Gefäße gefunden. Das sind alte keltische Krüge, die man in Ägypten gefunden hat. Wahnsinn. Nichts anderes. Ja? Und das finden wir tatsächlich weltweit. Und diese Triskel stellt immer auch diese Dreifaltigkeit dar. Ja? Die Dreifaltigkeit, wo habe ich es noch reingeschrieben? Ich glaube, bei da unten. Ich habe da sogar einen eigenen Bericht drüber geschrieben. Hier haben wir es. Ja, das hatten wir früher auch schon. Wir hatten Odin, Thor und Freya, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Selbst die Südamerikaner hatten es hier. Calcula Hudakan, Chipi Calculia und Raxa Calculia. Das sind bei den Mayas gewesen, sind wir hier. Die hatten auch die Trinität. Und aus dem Wort Hudakan kommt auch das heutige Wort Hurricane, nur so nebenbei. Ne? Und hier ist der Weltenbaum der Mayas. Und die habe ich hier nochmal die Zahlensummen und unten weiter habe ich nochmal stehen. Unsere alten Kelten hatten das, ach ja, wir hatten die 3 Nornen an dem Brunnen, ne? Urd, Verdandi und Skuld, wer die Edda so ein bisschen kennt. Wir hatten die 3 Brüder Zeus, Poseidon und Hades. Überall spiegelt sich es wieder. Ja, die chinesischen, die taoistischen Götter sind 3 Hauptgötter, ja? Der Yuan-Shi, Tian-Sun und der Lao-Yun. Und die ägyptischen Totenrichter sind auch 3. Die Trinität finden wir überall. Ja, überall. Steht auch für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, für Geburt, Leben und Tod. Ja, wie gesagt, wo 2 oder 3 sich versammeln, sind auf meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann lese ich die, ganz spannend, dann lese ich wieder die 12 Smaragdtafeln von Tod und die schreiben rein, ja, ganz spannend, hier steht's. Man spricht von den Qualitäten von Gott in seinem Haus des Lichts. Dazu zählen unendliche Macht, Weisheit und Liebe. Alles in der Trinität. Es gibt 3 Mächte den Meistern gegeben. Das Böse zu transmutieren, das Guten zu helfen und das Unterscheidungsvermögen. Es gibt 3 Wege der Seele. Mensch, Freiheit und Licht. Das ist spannend. Mensch gehört dazu. Nicht nur Freiheit und Licht. Dann gibt es 3 Hindernisse. Das mangelnde Bestreben, Wissen zu erwerben. Und das ist ja genau mein Ziel. Wir müssen wieder in die Wahrhaftigkeit, ins wahre Wissen kommen, die Nichtanbindung an Gott, an der es gut gelegen wäre, wenn wir da alle ein bisschen dran arbeiten würden. Aber ich nenne es mal nicht Gott, ich nenne es das Göttliche vielleicht einfach. Und die Anbindung an das Böse, dass wir das lösen. Na? Dass wir das wieder lösen. Und da ist die 3 die Lösung so ein bisschen, ne? Da haben wir uns ganz schön was vorgenommen. Das ist Wahnsinn. Also ich sag mal, das ist jetzt dein neues Buch, Auszüge davon, ne? Ja, es war jetzt so 350 Seiten. Es wird richtig heiß, weil es geht darum auch,
Ich habe jetzt das Buch, wenn das Jesus wüsste und wenn das unsere Ahnen wüssten, ich wollte für beides ein Folgeband schreiben und habe gemerkt, es geht gar nicht. Ja. Du kommst gar nicht an den ganzen Ahnenfolgen vorbei ohne Jesus oder ohne das Christusbewusstsein. Ja. Also habe ich es genannt, wenn das Jesus und unsere Ahnen wüssten, Band 2. Ich habe es vereint. Schön. Und da habe ich gemerkt, dann schließt sich der Kreis tatsächlich. Das ist jetzt schon zu kaufen, ne? Das gibt es, ich denke mal, eine Woche wird es noch dauern, wird es im Buchhandel erhältlich sein überall und im Verlag selbst, bod.de. Und da geht es in erster Linie noch weiter zurück wie im ersten Band bei den Ahnen. Also waren die Kelten auch in Südamerika, waren manche der Götter Südamerikas Weiße? Ja, wer waren sie? Wer war König Kiracocha und so weiter? Wo waren wir zu Besuch? Wo waren die Wikinger schon überall? Und dann auch unsere eine Ahnenfolge, wer war Jesus? Dann geht's weiter. Stammt er aus dem Stamm Jesse? War er jetzt Hebräer oder was war er genau? War er Galiläer? Was gibt es alles so darüber zu berichten? Und vor allen Dingen die indischen Geheimschriften. Was sagen Sie über das Paradies, die Vertreibung aus dem Paradies? Was sprechen Sie über die Sintflut? Und diese Geschichten und vor allen Dingen, wer war Jesus? Was sagen dazu die indischen Geheimschriften? Und was berichten sie über Atlantis? Weil die ganze atlantische Geschichte ist in den indischen Geheimschriften beschrieben. Entstehung und Zerfall. Das ist also greife ich hier wieder Atlantis auf jeden Fall natürlich auf. Und wir klären auch die Frage, wo lag Basilea? Wo lebte vielleicht Thor, wenn er irgendwann eine Inkarnation hatte? Das sind spannende Fragen, denen wir nachgehen. Und ja, macht eine Menge Spaß. Also ich hoffe, ich kann das, ja, also die Ankündigung zu deinem neuen Buch auf jeden Fall unten dann zumindest verlinken, denn ich denke, das ist sehr spannend und ich werde mir auf jeden Fall davon ein Exemplar sichern, ganz bestimmt, weil... Ich würde dir gerne eins zuschicken, aber dann dauert es länger, als wenn du das holst. Ja. Nee, alles gut. Also für gute Sachen... lohnt es sich dann auch, weil da steckt viel, viel Schweiß und viel, viel Liebe drin und da ist es eine Menge Arbeit, das weiß ich selbst, weil ich schreibe mich gerade selber an etwas. Das hat mich jetzt, glaube ich, fünf Jahre Recherchen gekostet, weil ich habe mit dem zweiten Band nicht erst angefangen, als das erste zu Ende war, sondern ich habe im Prinzip jede Menge Material noch aus den Recherchen vom ersten Band übrig gehabt, die ich noch woanders reinpacken wollte und weiter recherchiert habe und noch tiefer ging. Und da ist jetzt Band 2 draus entstanden. Aber je mehr du gräbst, desto mehr wirst du finden und dann wirst du nachher Band 15 haben, weil ja, also da ist dann so viel. Ich glaube, dass das erst so ein bisschen gekratzt ist am Eisberg, dass da noch ganz, ganz viel mehr ist, was wir noch nicht wissen. Oh. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Damit sind wir für heute am Ende der Sendung angelangt. Wie immer sehr kurzweilig, ne? Mal eine schöne Zeit. Sehr schön. Also ich hoffe, dass wir das vielleicht nochmal, wenn dann Bedarf besteht, ich warte dann halt mal die Rückmeldung ab und werde dann schauen und dann würde ich vorschlagen, dass wir uns dann kurz nochmal in Verbindung setzen. Also in diesem Sinne, sehr, danke sehr ich gerne. Dir erstmal. Ich wünsche dir alles Gute nach Paraguay und ja, vielen Dank fürs Ansehen. Bis demnächst. Ich habe mich zu bedanken. Schöne Zeit. Alles Gute, gell? Ihr Lieben da draußen, seid gesegnet. Tschüss.